Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich starte heute meine Halloween-Serie. Ich möchte dazu nur eins sagen, und zwar, ich werde jetzt nicht jedes Video, was jetzt hochgeladen wird, immer gleich eine Halloween-Reihe draus machen, beziehungsweise in die Halloween-Reihe setzen. Es kommt ab und zu auch mal wieder was Neutraleres oder auch wieder eher Richtung Weihnachten schon etwas. Aber hiermit starte ich offiziell einfach eine Halloween-Serie. Und wir werden heute zusammen eine kleine Verpackung basteln, und zwar diese hier. Die geht total easy, total schnell. Ich habe hierfür ein Reagenzgläschen hergenommen, beziehungsweise das sind so ganz alte Gläser, wo Vanilleschoten drin waren. Ansonsten könnt ihr die auch ganz einfach über Amazon bestellen. Das Einzige, wo ihr drauf achten müsstet, ist, dass eben das Reagenzgläschen, was ihr dann da bestellt, einen Durchmesser von 1,5 maximal, ja, 1,5 Zentimeter eben hat, weil diese Verpackung eher auf schmalere Reagenzgläschen ausgesetzt ist und nicht auf dickere. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an, weil ihr benötigt dafür wirklich nicht sehr viel. Und zwar benötigt ihr erstmal ein Stück Cardstock. Ich nehme jetzt hier ein DIN A4 Cardstock her. Den lasse ich in der Länge einmal so, wie er ist, und werde ihn mir in der Breite einfach auf 6 cm trimmen. Und das war's dann auch schon. Dann können wir das Ganze auch schon einmal falzen. Und zwar wird das Ganze einmal bei 16 cm gefalzt. Dann bei 18. Dann bei 26 cm. Und bei 28 cm. Und das ist auch schon die ganze Falzarbeit. Dann lege ich mir das ganz kurz einmal zur Seite. Denn für das Dekorieren an Motivpapier benötigt ihr eigentlich nur ein Stück davon. Und zwar von den kleinen Paper Pads, also die 6x6 Inch großen bzw. 15x15 cm große Blöcke. Da könnt ihr dann das komplette Ding schon einmal dekorieren, weil wir brauchen einmal ein ganzes Stück von den 15 cm, wie es eben einmal schon ist, und das dann auch noch auf 5,5 cm trimmen. Das ist unser erstes Stück. Und dann unser zweites Stück muss eine Breite von 7,5 haben. Da drehe ich mir das Ganze jetzt einmal. Also 7,5 und nochmal 7,5. So. Und in der Länge muss es dann auch wieder 5,5 cm haben. Andere Stück genauso, 5,5. So, also es das heißt zwei Stücke, die ihr braucht mit 7, also 7,5 mal 5,5 cm. Und dann haben wir hier noch zwei so kleine Reste, und da benötigt ihr ein Stück in den Maßen 1,5 cm mal 5,5. Und das war's dann auch schon. Dann bleiben euch noch zwei so kleine Reste übrig. Die könnt ihr dann auch gerne noch zur Deko hernehmen oder anderweitig verwenden. Ich benötige sie so jetzt einfach nicht. Und dann können wir unser Falz- und Schneidebrett auch schon gleich zur Seite legen. Und wir widmen uns nochmal unserem Grundgerüst. Da werde ich jetzt einmal die Falzlinie nachziehen. So. Und dann werde ich auch schon gleich doppelseitiges Klebeband hernehmen und präpariere mir einfach hier das untere Stück. Das klappe ich mir einmal nach oben und werde es mir hier auf der Rückseite dann eben
Mit doppelseitigem Klebeband versehen. So. Drück mir das gut mit meinem Falzbein wieder fest, damit der Kleber sich mit dem Papier verbindet. Und dann schräge ich mir einfach noch gleich hier einmal die Ecken ab. Und dann ist das Ganze auch schon präpariert. Jetzt lege ich mir das Ganze einmal so hin, dass mich das Klebeband hier unten einmal anschaut. Und ich werde jetzt gleich Motivpapier mir überall anbringen. Erst nehme ich das kleine Stück mit 1,5 mal 5,5 cm Größe und klebe mir das hier unten einmal hin. Dann nehme ich mir eins von den mittleren Stücken, die die Maße 7,5 mal 5,5 cm messen und werde es mir dann darüber in die nächste Parzelle hier einmal kleben. So. Dann nehme ich das ganz, ganz lange Stück mit den Maßen 15 mal 5,5 cm. Und klebe mir das jetzt hier oben einmal hin. Und zwar so. Und dann drehe ich mir das Ganze einmal um und nehme mein letztes Stückchen her mit den 7,5 mal 5,5 cm und klebe es mir dann einmal hier oben hin. Darauf werde ich achten, dass ich einfach oben links und rechts ungefähr den gleichen Abstand habe. Und dann ist das Ganze auch schon so weit präpariert, dass man das auch schon zusammenkleben kann. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einmal hier eine Rundung hineinschneiden, wo man dann das Reagenzgläschen eben hineinstellen kann. Ich habe jetzt geschaut, ich habe jetzt leider keine Stanze, die maximal 1,5 cm Durchmesser hat an einer Kreisstanze. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich drehe mir das Ganze noch mal einmal um, sodass ich eben die Rückseite hier habe. Nehme mein Reagenzgläschen her, nehme mir auch einen Bleistift her und lege es mir jetzt an das vorletzte kleinere Teil hier hin, wo ich eben das Motivpapier auch hingeklebt habe. Gehe jetzt hier einmal mittig hin und zeichne mir jetzt hier ringsherum einen Kreis auf. So. Und dann werde ich das Ganze einmal mit einem Cuttermesser mir den Kreis ausschneiden. So, wenn ihr das gemacht habt, sollte das Ganze jetzt so aussehen. Und dann kann man das Ganze einfach schon mal zusammenkleben. Ich werde mir jetzt hier einfach mal die Schutzfolie von dem doppelseitigen Klebeband abziehen. So. Dann drehe ich mir das Ganze einmal um, klappe mir meine Klebelasche um und knicke das Ganze einmal an dieser zweiten Falz. Einfach nach oben, drücke mir das Ganze einmal fest, nehme mein Falzbein her und drücke das auch gut mit dem Falzbein nochmal hier entlang fest. Und dann habe ich auch schon gleich das Grundgerüst für die ganze Verpackung. Jetzt geht es eigentlich nur noch an die Deko. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was überlegt. Und zwar, ich habe hier von der letzten oder vorletzten Kollektion von Doodlebug, also von der Halloween-Kollektion, mir hier diese Odds and Ends mir ausgesucht. Die werde ich hier unten ein bisschen hinarrangieren. Da habe ich einmal jetzt hier den Frosch, den werde ich mir einmal in die Ecke rechts unten setzen. So. Und den Kürbis, den werde ich links mir setzen in die Ecke. Und zwar so. Und dann diese Sprechblase mit dem Spruch hier, den werde ich mir einfach hier aufkleben, so dass es aussieht, als ob die Sprechblase von dem Kürbis kommt. Und zwar so.
Dann habe ich hier vom Teddy, das sind so Halloween-Konfettis. Das sind jetzt hier diese Fledermäuse. Die werde ich mir einmal aufmachen und werde sie mir dann dekorativ einfach hier irgendwie ransetzen. Vielleicht nehme ich hier eher die weißen, damit man die ein bisschen besser sieht. Ja, ich glaube, die weißen sind besser. Da nehme ich jetzt aber einfach meinen Tombow her, meinen Flüssigkleber. Und werde mir jetzt hier einfach die Kleckse mal hinmachen. So, dann sieht das Ganze jetzt einmal so aus. Dann kann das noch kurz trocknen. Dann widme ich mich noch schnell an mein Reagenzgläschen. Da habe ich mir wieder hier diese Tech-Stanze, wie bei dem hier schon mir ausgestanzt. Das ist eine von X-Cut, die ist schon uralt. Also das ist, glaube ich, eine meiner ersten Stanzen, die ich hatte. Und dann nehme ich dafür das Baker Strand von Action her, dieses Schwarz mit dem Gold. Das finde ich da sehr, sehr passend da dazu. Und dann wickle ich das einfach mal hier um mein Glas. Ich habe jetzt auch hier einmal mit der Hand drauf geschrieben, trink mich, weil ich mir überlegt habe, wie cool das einfach wäre, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, einen giftgrünen Schnaps irgendwo her hat und sich da eben so einen kleinen Shot da reinsetzen kann. Man muss aber dazu sagen, ihr solltet die Gläschen da davor echt super gut sauber machen. Ansonsten habt ihr da echt ein Problem dann. So, also, das heißt, ich bind mir das jetzt hier einmal so rum. Und dann werde ich dort noch eine Schleife hineinbinden. Ich finde auch das ganz cool, wenn das nicht ganz so akkurat aussieht, sondern eher noch so ein bisschen messy-mäßig. Ja, ich finde, das macht es einfach irgendwie ein bisschen interessanter. Und dann können wir das Ganze hier schon einmal hineinstecken. Und dann hebt das auch wirklich ziemlich gut. Und ja, meine Lieben, fertig ist schon die erste Halloween-Verpackung 2020. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne einmal kostenlos tun. Aktiviert am besten auch noch gleich die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ihr könnt mir auch gerne auf Insta und Facebook folgen. Alle Links wie gewohnt unten in der Infobox. Ich würde mich auch über einen netten Kommentar freuen oder auch natürlich gerne ein Däumchen nach oben. Ja, meine Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen und kreativvollen Tag und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!